Ist es nicht schön, wenn man mit einfachen Mitteln so viel Aufmerksamkeit bekommt? Bei diesem glitzernden Dreieckstuch gelingt das einmal durch einen Trick, wie es gestrickt wird, und dann durch die Wolle, die an sich schon mit Pailletten versetzt ist. Ich zeige dir gleich einmal, wie diese Technik funktioniert, und das mit der Wolle verraten wir keinem. Das Schultertuch beginnt man mit drei Maschen hier unten. Die Technik funktioniert so, dass man in die rechte Randmasche immer zunimmt, während die linke Randmasche nur abgehoben wird, sodass diese eine Kante ganz gerade läuft und die andere zu einem Dreieck sich entwickelt und hier wird immer zugenommen, das heißt, hier wird es immer breiter, das ganze Tuch. Damit man das ein bisschen besser erkennt, habe ich ein Stückchen schon vorgestrickt und hier kann man schon die Form gut erkennen. Die gerade Kante auf der linken Seite und die Zunahmekante auf der rechten Seite. Ich zeige jetzt einmal die Zunahme in diese Randmasche. Das ist ja immer die Randmasche, die erste in der Reihe. Und zwar mache ich jetzt eine doppelte Masche aus dieser einen Masche heraus, indem ich die erste Masche stricke, ganz normal wie eine rechte Masche. Und jetzt die Besonderheit, die Masche bleibt noch auf der Nadel, sie wird nicht abgenommen auf die andere Nadel wie sonst. Und ich steche nochmal ein, und zwar hinten. Dazu muss man das so ein bisschen festhalten. Und jetzt gehe ich von hinten nochmal durch und hole den Faden ein zweites Mal durch. Ich habe aus einer Masche zwei gewonnen. Jetzt kann man das abgleiten lassen. Hier habe ich meine zwei Maschen und meine Zunahme. Und die nächsten Maschen werden ganz normal gestrickt bis zum Ende der Reihe. Drehe um und zeige einmal, wie wir die Randmasche auf der anderen Seite machen. Da kommen wir auch wieder hier ran und stechen in die erste Masche ein. Besonderheit hier, diese Masche wird nicht gestrickt, sondern einfach nur abgehoben. Und dann wieder rechts gestrickt bis zum anderen Ende des Tuchs. Und diese beiden Randmaschen wiederholt ihr jetzt bis zum Ende. Immer in die rechte Masche zunehmen, so wie ich es gezeigt habe. Die Randmasche am anderen Ende einfach nur abheben. Und so entsteht dann das Dreieckstuch, was man schon hier schön sieht, wie das entsteht.